So, herzlich willkommen zum 32. Let's Play von Final Fantasy 9. So, und hier sind wir stehen geblieben und natürlich geht's jetzt los. Jetzt müssen wir so lange machen, bis wir die ATE finden. Und hier ist später der Endgegner. Der Ameisenlöwe. Na klar, hier ist eine Truhe, oder? Ja. Nee. 79 Stille haben sich da versteckt. Ja, cool. Da kommen wir jetzt sicherlich noch nicht rein. Ja, da müssen wir euch dann reinfallen und dann kommen wir zu den Truhen hin. Also passiert. Sicher? Ja, das passiert ja erst, wenn wir das mit Queen haben. Ja, das ATEEE. Wir können ja die gesamte Stadt kontrollieren, aber wir sollten noch nicht in den Tempel gehen. Die Truhe ist mir auch unsichtbar. Eine Phoenix Down hiervon. Da in der Nische. Bei der unsichtbaren Truhe hiervon. Mal überlegen. Ja, nimm mal den rechten Weg. Einfach sind wir noch nicht in den Tempel. Hier ist ein ATE schon mal. Nicht zu essen hier, Mampf. Ich glaube, das war die, oder? Nee, irgendwas mit Pilze. Aber trotzdem. In dieser Stadt hier gibt's echt überhaupt nichts zu essen, Mampf. Die Tänzer. Drinnen. Die Spezialität Alke Chandre, Alkanes Königin Podium, die gibt es hier wohl nicht, Mampf. Und die Spezialität der Stübentorsch, Baumkuchen, die gibt es hier wohl auch nicht, Mom. Nö, Quina will gerne leckere Ratte. Glaube ich nicht. Dann soll sie ein paar Kröten fangen. Quack. Ein Jagdsteinchen. Hat sich da versteckt. Ja, wenn er so ein Fragezeichen ist, dann wird das natürlich kontrolliert. Ja, okay. Bitte hasst mich nicht. Aha, Baby. Deckel. Ah! Einer dieser Teufel mit Zipfelmütze. Komm nicht näher. Verfluchter Teufel, du hast es also auf uns abgesehen? Der wird doch schon nicht grillen. Bis jetzt hat Baby noch keinen Hunger. Jedenfalls wird euch nicht grillen. Ah, hier. Hier ist schon mal ein Pilz. Ob diejenigen, die in Bormizia zurückgeblieben und noch alle am Leben sind, ne, tut mir leid, leider nicht. Ja. Die sind alle Exidus. Der Dampfer gestorben, der diese Stadt beschützt, wird magisch erzeugt. Clara, wir halten ihn aktiv, indem wir auf einer Harfe, an der ein magischer Edelstein angebracht ist, spielen und dann den heiligen Tanz aufführen. Also hier ist es noch nicht. Hier ist noch kein ATE. Hier ist es auch noch nicht. Na, Vivi, wo bist du? Ein Allheilmittel. Ah ja, das war ja das hier. Wenn man die Trophäe haben wollen, müssen wir den einen hier herausfordern. Aber wir haben die schon wie so verpasst, die Trophäe. Welche? Ja. Welche meinst du jetzt? Ja, die Tetra Master, um alle 100 zu bekommen. Es sind genau 101 Spieler. Und die haben wir wie so schon verpasst, die Trophäe. ATE. Ich hab doch überhaupt nichts. Ah ja, das ist der Pip. Das ist das ATE. Pilcher, Mampf. Die Pilcher sehe ich zum ersten Mal, Mampf. Ob man die wohl essen kann, Mampf? Keine Ahnung. Ja, wenn es schmeckt. Und jetzt rechts oder links war das? Oh, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Ah, hier sind die Tänzerinnen. Ich habe sie gefunden. Mhm. Eine seltsame Aussprache klang beinahe so, als würde er gerade etwas essen. Diese seltsame Person mit der Schürze vorhin, ist das ein Freund von euch? Hier sagen sie wieder männlich, also ich weiß noch nicht genau. Ich hab doch überhaupt nichts. Ich glaube, das ist Vivi. Garantiert. Ja. Sag es mir, warum um alles in der Welt habt ihr Bormizia angegriffen? Verfluchter Dämon! Verfluchter Dämon! Ja, er macht Vivi noch wütend. Irgendwann wird er wirklich gegrillt. Der hat mich schon vorher, wollte ich nur mal sagen.
Ja. Verfluchter Dämon! Sachte, sachte, es gibt keinen Grund für diese Feindseligkeiten. Er ist einer von denen, die in Bormetia einmarschiert sind. Ich hab doch überhaupt nichts damit zu tun, würde ich sagen, ja. Wollte er sagen. Und dann mussten sie tanzen. Nee. Erst wenn du im Tempel bist. Ah, da kommen wir doch da nicht mehr hin. Deshalb ja. Aber das musste nicht getanzt werden. Du wolltest doch auch hingewiesen, glaube. Such ihn mal. Die wollen euch nämlich die Truhe an die Wellen zeigen. Also hier ist er nicht. Also das wieder? Hier ist Quina nicht. Oder wartet schon unten. Ich springe einfach mal in den Sandsturm rein da. Ich glaube allein geht nicht. Es wurde ja gesagt. Ist er ja. Da ist Quina ja. Ich hab Hunger, Mampf. Jetzt sieht dieser Schuler schon wie ein elektrischer Arsch aus, Mampf. Was soll das werden, Quina? Alles dreht sich. Nichts als Ärger hat man mit dem. Hep, hinterher. So, und jetzt kommen wir noch an die beiden Truhen ran. Ah, ich falle, Mampf. Au. Was hatte ich Angst. Aber gut, dass sie mir auf solche Situationen vorbereitet sind, Mampf. Hey, da ist ja eine Schatztruhe. Naja, ein bisschen Schwein braucht der Mensch halt ab und zu. Uninteressant. In so einer Schatztruhe ist sowieso nie was Essbares drin. Und selbst wenn, dann wäre ich schon längst vergammelt, Mampf. Ja, vielleicht ist das ein Kühlschrank, wer weiß. Sein Kleid. Und das Paar Wüstenstiefel ist da an der verdeckten. Ja. Zauberstiefel erhalten. So, und jetzt runter mit uns. Ich glaube, da musst du runterhüpfen. Natürlich hinunterspringen, sonst kommen wir ja nicht wieder hoch. Ja. Und so kriegt ihr diese beiden Truhen. Ja. Einmal nochmal. Sichern. Aber nur auf den obersten. Der untere ist unser Sicherheitsstand. Ja. Falls wir einen kleinen Fehler machen und zu früh irgendwo reingehen, sonst hätten wir zum Beispiel die Truhe nicht gecrasht. So, und erstmal wieder nach oben. Leider Gottes, aber was soll's. Ja. Zumindest haben wir jetzt Clara beinahe hundertprozentig leer. Ja, und sogar die anderen beiden Truhen haben wir gecrasht, die man auch nicht sieht, aber ich glaube, das war noch eine irgendwo. Nee, ich glaube, wir haben mal soweit alles. Einfach nochmal die gesamte Stadt abklappern. Weil hier kommt man später nämlich nicht wieder rein. Nie wieder. Ja. Weil dieses Stück Land zerstört wird. Ja. Von Odin. Ja, mit seinem Eisenschneider. Wenn mich der Baum voll gefällt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wer weiß, was mit denen passiert, die in dem Tempel waren. Ja. Aber man rettet die doch eigentlich. Da hat man ja von denen noch nichts mehr. Nee. Bei der Eisenschneider ist so eine K.O.-Attacke. Normal, ja. Ich gehe einfach mal ganz nach oben, ob da noch was war. Aber nicht zu weit nach oben. Man darf bloß nicht in den Tempel rein. Da rein meinst, ja. Ja. Ich will nur sicher gehen, dass wir auch jede Truhe haben. Oder jeden Schatz. Ja. Okay. Das sind die Tänzerinnen, die abgehauen sind. Ja. Da spricht man die nur an. Ja, scheint rein zu sein, ja. Aber irgendwo war noch eine Speicherstelle gewesen. Ja, in der Inn. Da wo Bibi war. Ah, das war hier. Müsste hier vorne gewesen sein. Ja. Hier ist die Inn. Nur weil Vivi ein Schwarzmagier ist, denken gleich alle, dass er zu denen gehört. Ja, und irgendwo war noch ein Laden. Es sei denn, es war Schlafen und ein Laden. Eine Übernachtung macht 100. Na, Vivi. Ah, hier ist ja was. Ah, nein, ist immer noch.
Da oben ist der Mogri. Echokraut. Hey, du kleiner Magier. Was ist denn los mit dir? Ich hab doch überhaupt nichts Böses getan. Ja, nächstes Mal lässt sie ja nicht so fein und grillt sie gleich. Mmh. 250 Gil. Lecker. Lecker. So. Weil du so ein bisschen so geizig warst, wir haben mal deine Notkasse von 12 Übernachtungen geplündert. Da ist der Kupo. So, ist erstmal. Scheint alles sicher zu sein. Alles komplett ausgeräumt. Ja. Zidane ist immer ein Dieb. Magnet. Ein Brief für Zidane, Kupo. Na klar. Kann nur eine sein. Mein Kleinkunsttheater steht hier zu Bohr, aber noch fehlen mir die Schauspieler. Gibt es denn wirklich keinen Newton da draußen? Wärt ihr von Tantalus jetzt wenigstens da, das wäre meine Rettung. Naja, oder vielleicht auch mein Untergang. Bei Hören. Wait! Aber ich war noch nicht fertig. Nee, ich war noch nicht fertig mit Rubis komischen Brief. Naja, oder vielleicht auch mein Untergang. Bei euren Schälen Räuber wie Sroschen. Ja, Robin mit ihrer Sprachweise. Ich hätte so gerne einen Brief. Ja, okay. Leider war der nur für Zidane. Na klar, jetzt würde ich hier ein Zelt. Kann man die überhaupt ein Zelt nutzen? Mal ausprobieren. Wie das aussieht. Natürlich, ja. Kostenlos. Ja. Na klar. Kostenlose Übernachtung in der Inn. Und natürlich ein Safe. Ja, warum soll man zahlen, wenn man hier drin ein Zelt aufschlagen kann? Genau. Meine ich aber auch. Ja. So, jetzt geht's in den Tempel. Aber vorwärts, das soll ich zeigen. Ich weiß aber nicht ganz genau. Wir haben ja noch nicht komplett alles damit versucht. Und uns fehlt jetzt nur noch, das kommt ja mit den Ratten retten. Das war ja, wenn wir angegriffen werden. Mhm. Ich glaube, da mit den Ameisenlöwen müssen wir auch noch platt machen. Ja. Und vielleicht effektiv einen Umgang mit ihm haben wir nicht, den Himmelswind. Ja. Aber zum Glück haben wir alle Waffen, aber es muss irgendwo noch ein Waffenhändler gewesen sein. Ah, weil irgendwas von Shoppen gesagt wurde. Ja. Hm, das Komische. Very suspect. Aber quatsch mal mit dir an, was die da zu sagen haben. Das ist ja der Tempel. Ah, da ist das ja. Okay, Items, so habe ich ein paar, aber. Naja, das sind keine Waffen, leider. Baldrian könnte man noch ein paar brauchen. Ja, da haben wir nur zwei Stück. Ein Baldrians. Wo ging Baldrian überhaupt nochmal? Na, Rosa. Sicher? Und ich halt nochmal zurück, ich wollte ein paar Tränke verkaufen. Ja. Wir haben viel zu viele Potions. Ich würde sagen, du reduzierst das auf 50. Ja, also 49 gehen weg erstmal. Korrekt. Ui. Ja, das was wir gefunden haben, fehlen aber ein bisschen was. 25 fehlen. So. Gucken, was wir noch so viele haben. Ja, das auch noch kann bleiben. Phönix, die kriegen wir nicht so oft. Echokräuter. Phönixfeder. Ja, Potion. Schelte sollten wir behalten. Ja. Guck mal, was er hier hat noch. Es muss wohl schon an die 100 Jahre her sein, seit wir hier das letzte Mal Besuch hatten. Vielleicht eine andere Tänzerin. Die hatten wir ja schon angesprochen. Ich glaube nicht, dass dieser da, aber die da nicht. Das sagen wir, ja. Mit denen haben wir schon gesprochen. Ja. Leider ist nur wenig über Clara bekannt, oder was hat er gesagt? Den hatten wir auf jeden Fall auch schon. Ja, hinten kommt man nicht rein. Ja. Kommt der Ameisenlöwe schon da? Nein, wir werden erst drauf hineingewiesen. Wir werden erst mit durch die Ratte, die wir gerettet haben, darauf hingewiesen. Also. Beziehungsweise wir werden den Stamm runtergeschickt und Puck kommt uns dann irgendwann entgegen oder so. Jedenfalls, irgendjemand hat gesagt, dass. Sagt er was.
Wenn ich jetzt so überlege, dann war dieser Ender am Ende gar keiner von diesen blutrünstigen Teufeln. Ach, auf einmal. Ja. Vielleicht war ich ein wenig zu hart zu ihm. Ein wenig? Ja, der hätte euch fast gegrillt. Guck mal, eure Kinder an, die waren schön knusprig. Wir werden wohl nie mehr nach Hause zurück können. Nee, leider nicht, Larry. Aber ich will mal nicht so sein. Ich bin ein Wahnsinnskartenspieler. Weil das euer letztes Kartenspiel wird, deswegen. Das wissen wir nicht genau. Ja. Vielleicht retten sie sich irgendwie irgendwo. Das weiß man ja nicht. Aber hier müssen wir auch mal wieder aufräumen. Was meinst du, Ender? Ja. Tatsächlich machen sich immer gut. Da gehe ich im Vor Garten. Allem hier bei dieser Karte. Da haben wir viel zu viele. Wer ist denn das überhaupt? Welches Monster ist denn das überhaupt? Was wir da 43 Mal haben. Mandragoren. Das war da, wo ich das Geld gesammelt habe. Achso, eine fehlt noch. Das ja. Karten. Ein Duell brauchen wir 5 Karten. Ein Skeleton? Ja. Ja, der Gegner fängt an. Eine Mimik. Ja, stech dir ruhig. Da wirst du gleich sehen, was davon ist. Montisaurus. Zack. Boah. Schlecht. Very bad. Jetzt wird's schwierig. Den kann man zum Glück nicht stechen, weil der auf komplett zu ist. Zumindest in diese Richtung. Den kann man oben stechen, den auch. Aber wenn ich den. Ja, dann ist der Tatsewurm oben angreifbar. Deswegen halt das so gemacht. Oh, ist der dämlich. Dann packe ich den natürlich gleich mal so rein. Und trotzdem noch gewonnen. Ja. Auch wenn ich gerne die Montisaurier-Karte genommen hätte. Oh, das ist immer verdeckt hier. Das stört immer ein bisschen. Den haben wir noch nicht, dann nehmen wir den hier. Eine Mimik. Hatten wir zwar schon, aber egal. Es können nur 100 Karten getragen werden. Überschüssige bitte aussortieren. Auf jeden Fall einige Mandragoren wegpfeffern. Ja. Nope. So, dann wird er noch gleich sperren, dann sortieren wir die erstmal aus. Aber sowas von. Ja. So, dann würde ich jetzt mal sagen, dass es für dieses Video dann erstmal war. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Genau. So, und tschüss. Ciao.